Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße jetzt willkommen zurück am Stück beim Apotheker. Ja, okay, bei Kingdom Come Deliverance. Mit Pebbles. Herr Apotheker, ich habe die Frage. Machen wir bei Quest. Na, so meine ich ja. Schön, dich zu sehen. Naja, beruhig dich auf Gegenseitigkeit. Wegen Ratei? Hä? Lebe wohl. Hä? Karl? Lebe wohl. Haben wir gerade Bug? So. Nicht, dass ich gespeichert habe, aber ich glaube, die Quest ist RIP. Würdest du mich selbst verstehen? Ich möchte. Gut, aber nur. Ja, von mir jetzt aus. Pass gut auf. Alles gut. Fehlt mir noch was? Ich glaube, ich habe Material nicht zusammen. Ich glaube, deswegen geht's nicht. Ich soll einen Apotheker in der Nacht an der Kreuzung bei Ledischko treffen. Von dort aus gehen wir dann. Ach, in der Nacht! Ah ja, jetzt, Dele! Kein Wunder, hat er keinen Bock gerade mitzukommen. Ah, hier, jetzt verstehe ich das. Pass mal auf, du! Ich muss hier vorbei kurz. Wir können aber unseren Shit kurz reparieren lassen, ne? Wir haben schon ein bisschen was aufs Maul gekriegt in letzter Zeit. Warte mal, das Fleischerei. Das, hast du eigentlich wieder Texturen oder bist du wieder. Naja, anfällige Texturen, halbwegs Texturen. Das war nur ein Händler, das war ein Schneider, genau. Die sieben Schneiderlein, mach mal auf den Scheibenkleisterlein. Yo, Homie, was geht? Genau. Lass mal reparieren, Homie. Alle auswählen. Falschen. Ich gebe dir ein bisschen Reden mehr. Reden wir über den Preis. Nix da. So. Ja, für dich. Bitte uns einschleimen. Und etwas obendrauf. Nun denn. Ja, ja. Goldthematte. Aber ein Schmiat habt ihr nicht? Doch, der ist da unten. Da kann man hingehen. Und ein Gerber. Ist ja fett. Okay, dann gehen wir einfach. Ja, wir laufen zu Fuß. In dem Bogenschieß kann man theoretisch auch noch teilnehmen. Wird noch besser. Und das vor allem ohne Wildtiere. Wir könnten auch parallel beides verbessern. Wer bist du? Fuckt. Okay. Werden uns vielleicht dann nochmal im kurz noch so eine Info am Rande am, im Stream das Spiel spielen. Aber dann gemottet und alles töten. da. Runter die Fresse. Ach, das war der. Ja, genau. Hey, Schmied, was geht, was geht, Gott was geht? Gott sei mit dir, Edler. Na, nix da. Lass reparieren. Warte mal. Kann ich doch selber, fällt mir gerade ein. Sonstiges. Schneiderset, Rüstungsset. Schmiedeset. Dann müssen wir noch kurz mit dem handeln. Aber Material, lass uns handeln. Und zwar. Rüstungsset. Ja, alle 10. Schmiedeset, alle 10. Verkaufen. Waffen, Rüstungsteile. Haben wir eigentlich nichts dabei, was wir nicht bräuchten? Nahrung. Bier kann ich verkaufen. Hier kannst du haben. So, Retterschnaps, getrocknete Pilze ist okay, sonstiges. Bald rein kann man ein bisschen was raushauen. Gräser und Kräuter. Rüstungsset, das coole da kann weg. Minze braucht man auch nicht mehr so viel. Das kann weg und das kann weg. Genau. Okay. Du zahlst, Warenkorb prüfen, falschen. Lässt sich was. Bla 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 bla. Genau. Hier, für dich. Bitte sehr. Und etwas um. Muss mich einschleimen so bei euch. Was. Ja, vor allem 300 Groschen, Digga. Das ist ein Schweinegeld. Oh Gott, warum tue ich das überhaupt?
Schuster-Set, brauchen wir das? Nicht zu kombinieren, sehr schön. Rüstungsset. Ja, und wir haben Upgrade bekommen. Spielerfertigkeiten reparieren. Frisch gewaschen. Das ist frisch gewaschen, die Kleidung, der Charisma, der Polsterung. Wenn du in Rüstung selbst berührst, kannst du sie ausbauen mit zu weniger Lärmfuß. Das ist gut. Deine Kleidung, die du trägst, nutzt sich 50% langsam ab. So eine Schmieds. Waffen, die du mit Hilfe eines Reparaturs selbst repariert hast, verursachen 10% mehr Schaden, solange sie nicht abgenutzt sind. Ah. Ja, lernen wir das. Was? Lernen fehlgeschlagen? Was? Karl? So, dann schauen wir hier nirgends mehr was zum Verteilen, ne? Ja. Haben wir nur minus 1 drauf, sagen wir Charisma. Plus 3. Sichtbarkeit 48, Redekunst 18 ist halt schon ziemlich hoch, ne? Silberzunge, wo von niedriger Geburt möchte ich alles in deiner. Beschert einen Bonus auf Frequenz beim Falschen. Ja, das können wir noch machen. Die zwei lerne ich nicht. Ich nicht ein oder eins davon. Gehen noch zwei Skillpunkte maximal. Vitalität, Agilität, Stärke, Hauptstufe. Und da ist halt wirklich die Frage: das, da gibt es so viel, aber so viel Schrott dabei, wo ich gar nicht wüsste, was man da lernen sollte noch. Statistik, allgemein, will ich mal kurz das gucken, Kampf. Verursachten Schaden, boah, geht, erlittener Schaden, boah, das ist okay. Getötete Menschen und Tiere, 255 Brustungsschlagen, Gegner 63, getötete Gegner, Menschen, getötete Kuman, 43, getötete Tiere, getötete Schafe, Hasen, mit heimlich getötete Menschen, heimlich getötete Gegner, Brustungsschlagene Gegner, mit Bogen getötete Gegner, mit Kopfschuss getötete Gegner, einen, mit Kopfschuss getötete Menschen, abgeschossene Pfeile. Oh Gott, da gucken wir jetzt nicht weiter. Das sieht nicht schon peinlich aus. So, ist egal. Gut, wir haben erstmal unseren Shit repariert. Haben wir das mit dem Schwert auch gemacht? Ja, ist auch repariert. Okay, gut. Also ist es geschliffen. Wer bist du? Ein Dorfbewohner, okay. Sonst gibt es ja aktuell gerade nichts zu tun. Wir müssen eigentlich nur warten. Das heißt, wir könnten uns ein bisschen besaufen gehen. Ein bisschen was in der Ding spielen. In der. Würfel spielen in der. Wie heißt es nochmal? Das Ding da. In der Schenke halt, genau. Da haben wir sogar ein Badehaus. Könnte. Bist du die Badeinhaberin? Gut. Du könntest vielleicht unsere Rüstung waschen. Handeln, was hast du? Retterschnaps. Ja, da bin ich nicht mehr viel. Gib mal her. Verband, Schlaftrunk, Trank des Badens, Salbe. Was macht die? Lindert Gliederschmerzen für 10 Minuten lang angeht hin. Verteidigung 5. Das könnte mal verkehrt sein. Gib auch her. Bockbluttrank, der macht Rage, ne? Ja, kann man auch kaufen. Brauchen wir vielleicht einen Kampf? Lazarus Elixier, nach 5 Minuten hat deine Gesundheit wieder das Maximum erreicht und deine Karte ist verschwunden, okay. Welche Kissen treffe kann ich mich anhaben? Ja, das ist auch wichtig. Weil da kommt bestimmt noch ein fairer Kampf auf uns zu. Gut. Ja, kaufen, fertig. Ach so, und Rüstung waschen. Ich vergaß. Ich möchte. Aha. Und was? Brauche Heilung. Ich hätte gerne einen. Ich hätte gern alles ein Mädchen zu mir Haare schneiden. Ach komm, dann mal alles. Wenn schon für umsonst ist. Iku. Wir können doch mit Theresa was anfangen, wenn das noch geht. Das weiß ich jetzt nicht. Hätte geheißen, wir müssen ein paar Tage später zu ihr gehen. Warum brauchen wir da jetzt nur 2 Stunden ungefähr? Das heißt, mal waren es 5. Weil wir mehr am Arsch waren, kann das sein? Ich glaub schon. Karl! Gespeichert. Na, geile Schnitte. Gerade überlegt, ob wir da was stehlen, aber da, ich weiß nicht, so gut sind wir dann doch nicht.
Gehen wir uns nicht in die Schenke, müssen ein bisschen Zeit vertreiben. Wir können aber auch noch lesen. Also ich hock mich rein bei dem Sauwetter, ne? Ich muss es nur erwähnt haben. So, setzen. Wenn ich die ganze Rüstung wieder dreckig mache. Was ist das? Ne, sonstiges müssen wir gucken. Genau. Lesen. Och, Mann. Gräser und Kräuter. Ah, das, bei dem habe ich es aber zum Glück. Oh, ich dachte gerade. So, nein. Komfort 120%. Holy. Was geht? Ganz krasser Sachverhalt. Fortschritt 50. Das könnte mal schneller radern. Das braucht immer so lange zum Rechnen. Das ist eine Katastrophe. Ja, aber wir sind jetzt langsam wirklich am Ende angelangt. Kann ich das jetzt lesen? Okay. Sonst habe ich nichts zum Lesen, ne? Nee, das sieht echt schlecht aus. Nahrung, Pferd, Bier. Ja, das gibt mal eher. Nahrung, Bier. So, mal drei Stück. So, ist mal satt. Kann ich einfach herkommen? Dieses Schloss knacken leicht. Kann ich einfach da hinlegen? Privatbereich, okay, nee, das stört die. Aber hier darf ich schlafen, das ist gut. Dann schlafen wir ein paar Stündchen. Ja, wir können ja gerade großartig nichts mehr machen. So. Und unsere Energie geht wieder hoch. Unsere Sattheit geht runter, das heißt, wir sind nicht mehr auf fressende Schweinchen. Man kann angeblich auch so viel futtern, dass man kotzt davon. Das habe ich noch nie ausprobiert. Sollte man mal vielleicht noch tun. Hopp, mach mal. Jetzt hopp, dreh mal. Echt? So, bin nüchtern. Und fast kein Schweinchen mehr. Hat sich geheißen Mitternacht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Waffen, Fackel. Wir werden eh nochmal angegriffen und frittiert, das weiß ich jetzt schon. Irgendwie, ich habe es immer im Blut, sowas. Na, Hallöchen. Ich glaube, Mitternacht war's. Ist er das da vorne? Nee, da ein Bogen. Ist er nicht. Wer bist du? Richter, was geht? Ich bin Heinrich. Hallo, können wir jetzt gehen? Ah, da bist du ja. Ah, ja. Komm mit. Der Apotheker an der Kreuzung. Drücke den Zauber an Laras Grab. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas, was wir beachten müssen? Kannst du noch mal was davon sagen, wenn du abbiegst? Das hasse ich auch, wenn ich mit meiner Freundin einkaufen bin. Können die einfach her, da läufst du, auf einmal bleibt die stehen, man kriegt's nicht mit. Also nicht immer. Und läuft weiter, auf einmal pupp weg. Denkt man sich so, boah, Digga! Kann man dir einfach mal kurz was sagen? Hey, warte mal kurz. Hilfe. Support. Hey, da krieg ich immer Syphilis, du. Echt? Wie läufst du? Ich glaube, du läufst der bequeme Weg. Wo kann ich das mitnehmen? War noch Discler oder sowas, ne? Nee, geht nix. Das dürfte Camille sein, aber aktuell, glaube ich, in der Quest hier, wenn sowas ist, wird uns, das ist nicht gegönnt, dass wir was aufheben. Apotheker, ne? Da haben wir auch irgendwelche komischen Blätter, keine Ahnung, was das für ein Zeug ist. Kommst du? Da oben ist es. Wie läufst du lang? Da lang? Okay. Warte, ich komm schon. Ich bin schneller. Geh weg. Ja, da ist es ja. So. Und du? Beginne mit dem Exorzismus, damit wir schlafen gehen können.
Siana Kanpa. Sikia Kanpa. Alubara. Namtabara. Ashakbara. Gigimbara. Siana Kanpa. Sikia Kanpa. Galubara. Namtabara. Mhm. Was ist das? Mach weiter. Lass dich nicht unterbrechen. Ich denke, das reicht. Der Geist ist sicher schon gebannt. Lass uns hier verschwinden, bevor etwas Schlimmeres auftaucht. Geh morgen zur Frau und finde heraus, ob es geholfen hat. Ich gehe lieber. Danke für deine Hilfe. Besuche Traumira und finde heraus, ob es gewirkt hat. Wo rennt er jetzt hin? Finde ich, dass dem was passiert? Wobei, egal. Wer ist hier? Ein Hund! Ein totes Erdhügelchen. Okay, das war's. Und da haben wir so einen Aufriss gemacht. Oh Gott. Sind ins Kloster eingebrochen, haben Sachen geklaut. Mann, nö. Ich habe. Also ich. Au! Oh. Da kam eine Kante. Müssen wir auch noch was trinken hier. Nahrung, Retterschnaps. Nee, nicht Retterschnaps, Ringblumen. Habe ich da nichts mehr am Pferd? Ringblumen. Oh, tauchen, wie viel ich da am Pferd habe. Holy. Schützentrunk, Strauchliebtrunk, Trank des Baden, Verdauungstrank. Einiges. Gut, dann gehen wir jetzt eigentlich zurück in die Kneipe. Vielleicht können wir da ein bisschen was saufen. Und ja. Ansonsten gehen wir uns noch einen Verdauungstrunk. Sala. Die Richtung dürfte stimmen, Richtung Süden, ne? Ja, das sieht ganz gut aus. Weil die dürften auch offen haben, die Schenke. Mäh, ihr Schafe. Bleibt treu eurer Rasse. Müssen wir da runter? Nicht da rechts, sondern da. Genau, da ist er ja schon. Juhu! Ich brauch Bier. Hast du Schnaps? Warum können wir mit dem nicht reden? Das ist immer so scheiße. Wer bist du? Ein Dorfbewohner. Ah! Schankmaid. Hello, Lady. Lass uns handeln. Mach's gut. Warte mal, wir haben doch selber, glaube ich, noch Material zum Wegsaufen, bevor ich da jetzt was kaufe. Nee, Gegenmittel, auch nicht. Kaderbier, nee, Met. Komm mal weghauen. Schnaps haben wir noch am Start. Wein. So, und dann noch Verdauungstrunk. Perfekt. So, Nahrung. Erstmal das Met weghauen. So. Dann den Wein. Dann Verdauungstrunk. Dann Wein. Dann Schnaps. Wie, du bist ja schon wieder? Sole mio. Du rehockst im Regen. Die Dorfbewohnerin kann man nur bestehlen. Mit dem Wirt kann man auch nichts anstellen. Ach, würde ich gerne wieder. Ich überlege gerade, was wir hier nachspielen, ne? Das ist alles nicht so einfach. Weiß nicht, das blaue B. Stimmt, da müssen wir was klauen. Können wir eigentlich machen. Ich frage, was da reingeht. Da. Gut. I. Müssen wir kurz unsere Rüstung ein bisschen. Also erstmal das anziehen, das ausziehen, das ausziehen, das ausziehen, das ausziehen. Das lassen wir an. Die Halskette kommt weg, das kommt weg, das kommt weg.
Die Lederstiefel ziehen wir an. Das kommt weg, das kommt weg. Genau. Und das. Dann muss noch die Fackel fort. Und ist mal auffällig? Wecke? Die ist auch nicht. Sind sie Lederstiefel? Nö. Spezialisierung, leichte Rüstung. Dankeschön. So. Achso, falsch geht. Falsch ist das Stöß, war F, nicht D. So. Es ist der Händler. Oh, das wird jetzt heiß. Stehlen. So, puh, hab's. Huiuiui. Das ist immer so, da bin ich immer ganz ruhig, ich weiß. Boogie, du musst dabei reden und ganz viel Blödsinn machen. So, das ziehen wir nämlich auch an. Und ist das besser? Das ist besser. Das heißt, ich kann ja kein Ding ins Pferd schmeißen, das sächsische Gambersen. Bringt uns dann in dem Fall nichts. So. Dann brauchen wir noch kurz die Fackel. Das ist unter Alkoholeinfluss, du. Echt strange. Was ist das? Distel. Sag ich doch. Bring dem Vagabunden das Gildensiegel. Wo ist der? Das Gildensiegel ist da unten im Süden. Wie viel haben wir denn? Kurz vor Mitternacht. Ja, da können wir hinlaufen. Ich hab gehört, mehr Händler wurden überfallen. ich speichere das aber kurz. Ich weiß, ich nehme mal Speicherung hier an. Dauer, es tut mir leid. So, dann können alle parallel uns den Alkohol rausrennen und ein bisschen Verdauungszeug machen und unsere Agilität damit steigern. Weil ich glaube, das ist eigentlich zukünftig nur noch wirklich relativ schwer. Das wird sehr, sehr lange dauern, bis wir da noch besser werden. Hallo, na Schnöcke, ich hab was geklaut. Oder mit dem Pferd. Wobei, so weit ist es ja nicht. Nee, da laufen wir jetzt kurz. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Banditen, die mal aufs Maul hauen können. Das wäre super. Das ist Ringelblumenaufguss. Ringelblumenaufguss, das ist ein Ringelblumen. Brauchen wir von Ringelblumenaufguss, ja, aber ja, ne? Ich habe das Gefühl, es läuft gerade flüssiger alles. Habe ich was verpasst? Kommt das richtig smooth vor? Bin ich aktuell eigentlich gar nicht gewohnt. Uiuiui, da kriegt ihr ja mal gerade eine Schlagseite. Der Alkohol zieht jetzt langsam in die wilden Birnen ein, ne? Ich laufe durch das Feld, denn ich bin ein Held. Was? Shit. Ich hab voll vergessen. Oh fuck. Oh fuckity fuck, ich war im Auto in der Werkstatt. Scheiße, total verpennt. Oh shit, in your face. Ja, gestern sind wir in einem Karren geblieben, da war Polizei gewesen. Aber Vermutung ist da, es muss die Polizist nur auch noch herkommen und dort bei der Firma mal anklopfen und nachfragen, welches Fahrzeug das war.
Weil wenn ich gestern, also es ist derjenige, das Fahrzeug ist verarbeitet, so ist es nicht, Heckschürze ist auch noch dran, habe ich auf jeden Fall am Arsch, die muss weg. Da kommst du so nicht mehr durch TÜV. Und zwar haben die Sperrmüll geholt. Und ja, die sind da wahrscheinlich dezent dann am Vorbeifahren, wenden wir auch immer am Auto hingeblieben. Und ja, ob sie es gemerkt, gesehen haben, sei es mal dahingestellt, weiß man natürlich nicht. Natürlich haben sie es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Und ja. Wer bist du? Das dürfte kein Bandit sein, so sieht er nicht aus. Ein Wanderer, hallo. Gott segne dich. Ja, wegen Ratei. Sicher, lebe wohl. Ja. Ist irgendwie immer das gleiche Gelaber, ey. Ja, ich wollte eigentlich zum Ölwechsel hingehen bei ihm. Verdammt, total verpennt. Bin ich schon hier? Wo bin ich denn? Ich habe keinen Plan mehr. Sehe ich auch so. Muss ich ihn hin? Ach, besuche Theresa. Ich bin schon da. Ah, okay. Ich glaube, Theresi Baby pennt. Da können wir dann ein bisschen fummeln am nächsten Tag, sobald wir da nüchtern sind. Ich glaube nur, er würde irgendwie vielleicht ein Geschenk mitbringen. Yo, Digga. Geht Alkoholpegel immer noch hoch? So viel habe ich jetzt auch nicht getrunken. Doch, der geht auch noch hoch. Oh Gott. Ey, es war doch einmal ein Schnaps. Also so ein. Okay, oder trinkt er da immer eine Flasche? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn es natürlich eine ganze Schnapsflasche war, dann kann ich diesen Zustand verstehen. Dann noch Wein und ein Met. Jo, was geht? Ach, der Apotheker, lol, wir haben eingeholt. Finde ich auch cool, dass sie wirklich zurücklaufen. Jo, Homisch. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Ich schau dich gleich hier mal, Alter. Fick dich. Glaubt er, der hält es noch durch? Geht die Besoffenheit jetzt eigentlich? Wir trinken jetzt eh nichts mehr. Aber hey, bei dem, was der schockt, man. Okay, das ist herz-kreislauf-technisch echt voll die verdammte Belastung. Ah, ich glaube, das war's jetzt. Mit der Alkoholpegel geht hoch. Ich glaube, der geht jetzt nur noch runter. Ich beobachte es gerade schön und heimlich. Oh, und so einen kleinen Zeug. Ja, geht wieder zurück. Okay. Ich schau dir aus, Maul! Bin ich denn vorbeigelaufen? Nee, das ist da drin. Ich dachte das gerade. So. Wo ist denn der eigentlich? Hallo, ich bin der Heinrich, wann wollte ich deine alte knallen können? Ich habe das Siegel, aber du siehst aus, als wärst du selbst unter Gottes Mühlrad gekommen. Wohl wahr. Hab auch mein Glück versucht und wurde erwischt. Ich kann dir leider nichts für das Ding geben. Versuch, es einem Müller zu verhökern. Die machen dir sicher einen guten Preis. Ich gehe besser, bevor uns jemand zusammen sieht. Ja. Lass dich ja nicht erwischen. Und gut. Ne Müller. Haben wir einen Müller in der Nähe? Ich glaube, wir hatten noch irgendwo einen. Ja, da oben ist er. Ist eine Mühle. Hier ist doch keine Schnellreise. Ernsthaft? Da unten ist auch eine Mühle. Ich nehm's Pferd jetzt. Yo, Pöbel! Ich hab gesehen, also, Pöbel, wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir müssen zu einer Mühle. Und da da eine Mühle ist, dann ist es mir rein. Also, nee, wir machen das anders, Pöbel. Vergiss das. Wir müssen noch eh wieder nach Norden hoch. Ja, dann gehen wir zu dem da. Sinniger. Ich pass mal auf, du Drecksack. Lass mich mal da durch.